weiter. Alles weg hier. Spitzhacke, dann machen wir hier noch Steine weg. So, da noch die Axt. Oh, da oben sind auch Regenwürmer. Spannend, was es da gibt. Steine. Ah ja, okay. Treffen, Mann, treffen. Echt nicht so deine Stärke. So, Axt. Bäume weiter weg. Oh, da kommen riesige Schmetterlinge raus. So, weiter, weiter, weiter. Setz wieder die Hälfte in den See. Das ist echt ätzend. Wieder Inventar voll hier. Sieht ganz danach aus. Dann machen wir noch das Hartholz hier weg. Und gehen einmal zur Truhe. Um die Taschen leer zu machen. Ja, hier ist so viel Gras, das muss alles noch weg. Koralle kommt da rein. Weintraube. Ne, die machen Lachrit nicht. Ein erwischter Stein zur Dekoration, der in Skulpturen und grünen Farben genutzt wird. Ja, den nehmen wir mal auf. Das, das, das. Das, wo kommt das denn jetzt her? Saat kommt da nicht rein. Lehm kommt aber da rein. Mayonnaise. Habe ich eigentlich ein Ei zu viel? Die zwei Eier gelegt? Sonnenblumensamen kommen dahin. Okay. Ja, ich kann hier morgen nicht gießen. Ist mir jetzt aber auch echt egal. Es ärgert mich alles ein bisschen. Aber vielmehr ärgert mich, dass der Wetterbericht irgendwie nicht richtig war. Ich meine zumindest, dass er nicht richtig war. Fällt jetzt bestimmt auch wieder alles in den Teich. Ja, da ist sogar alles in den Teich gefallen. Richtig klasse. Aber egal, wir lassen uns nicht beirren. Wir machen hier weiter. So, einmal die Sense schwingen. So. Und dann haben wir noch genug Energie? Ja, doch, doch schon. Haut hin. Jo. Was wir hier an Gras haben, ey. Jetzt muss ich das alles wegmachen. Ja. So, hier war ich. Oh, das ist wieder Ahorn Suche. Nee, war ich. Hier war ich wohl anscheinend doch nicht drin. Doch. Aber den Ahorn Suche hatte ich nicht gesehen. Claudi, hatte ich glaube ich schon. Ja, Claudi versucht zu schlafen. Oh, Claudi. Okay, okay. Kann ich eigentlich hier. Achso, den Weg habe ich ja gar nicht mehr dabei. Diode da rein. Das gehört da nicht rein. Das gehört hier rein. Achso, das wäre noch. So. So. Und Sirup hier rein. Gut. Würde ich sagen, gehen wir pennen. Die Diode, die stellen wir uns hier. Kann ich mir nicht anschauen? Nee, wollte ich nicht. Ich will nur anschauen. Dann nicht ins Bett gehen. So, ein bisschen Knete wieder gemacht hier. Passt. Da haben wir echt, denke ich mal, gutes Kapital für die ganze Saat im Herbst. Und wir können uns, denke ich mal, auch gleich eine Kuh und ein Schaf kaufen.
Wetterbericht. Willkommen bei Kass 5, der Lieblingsquelle für Wetterneuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wetter für morgen. Morgen wird es ein ganz klarer, sonniger, perfekter Tag für das Tanz der Mondlichtquellen. Die Festivität findet am Strand statt. Beginnt zwischen 22 und 0 Uhr. So. Also Mais hätte ich sowieso. Klar. Gibt es natürlich immer. Nein, ich will den Mais nicht essen. Hopfen. Können wir halt nicht gießen. Nein, will ich auch nicht essen. So. Maroni. Nein, ich will den immer nicht essen. Mann, was soll das hier eigentlich? Haben wir. Will ich nicht ernten. So, der Rest ist dann. Oder ist noch Mais? Brauche ich ja, ich habe hier eine verschenkt. So, den Mais hebe ich auch mal auf. Da, zack. Haben wir. Dann einmal bei Claudi vorbeischauen. Ich habe immer noch keinen Küken. Warum ist die denn schlecht drauf? Ich habe gar nichts getan. Hattest du kein Heu bekommen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Dann kann es natürlich sauer sein. Ich sehe, dass ich dein Heu vergessen habe. Aber du kannst es heute raus. So, dann schauen wir mal nach Pilzen. Brauchen wir? Nein, ich will den Pilz nicht essen. Warum nimmt ihr das eigentlich immer in die Hand? Das geht mir total auf die Nerven. So, Scheune ist fertig. Sehr schön. Oh, das sieht doch ganz cool aus. Können wir ja gleich mal bei Robin schauen, was es uns kostet, die zu erweitern. So, aber dann den Baum, den können wir hier schon mal wegmachen. Den brauchen wir nämlich hier nicht. So. Und für unsere Tiere haben wir direkt auch eine Menge Heu hier. Boah, es ist so viel hier. Mein Silo ist so voll. Aber ich könnte natürlich auch Heu aus dem Silo rausnehmen. Und dann, sag mal. Das einfach irgendwo anders hin tun. Ich wollte ja sowieso Heu spenden. So, das mache ich auch. So, ich hoffe mal, dass sie da ist. Ja, sie ist da. Was ein Glück. Hallo. Okay, ich kann eine Ente kaufen. Glücklich ausgewachsene Enten legen jeden zweiten Tag Eier, Enteneier. 4000 kostet das, das ist ein bisschen viel. Eine Milchkuh. Warum kann ich denn keinen... Achso, ich brauche dann den größeren. Vorher den Bau für Luxushühnerstall. Das sind Kaninchen da wahrscheinlich. Luxusstall. Luxusstall. Ja, aber eine Kuh hätten wir gerne. Achso, ja. Da passt natürlich nicht rein, das ist klar. So, hier. Manni, nee. Die Hühner machen wir immer mit I, habe ich mir überlegt. Und... Puh. Ja, wie nehmen wir jetzt die Kuh? Bella. Nennen wir die Kuh Bella. Sehr schön, ich sende die kleine Bella sofort zu ihrem neuen Zuhause. Will ich gerade, ob ich noch eine kaufen soll. So, Heizung. Hält deine Tiere im Winter warm und glücklich. Wir brauchen so einen Eimer. Sammeln Milch von deinen Tieren. Den brauchen wir. Ja, und Heizung. Hält deine Tiere im Winter warm. Ja, ich habe ja noch einen Monat Zeit. Ich brauche erstmal noch die Knete für neues Saatgut. Sollte ich mir aufheben. Aber hinterher mich kein Geld für die Saat mehr über, wenn wir jetzt schon direkt da alles einrichten.
Also pro Erweiterung soll man anscheinend eine Heizung haben. Also Standard eine Heizung, erste im Ausbau, zweite Heizung und dann dritte Heizung. So, hier ist soweit erstmal nichts, aber Regenwürmer. Damit ein bisschen Lehm. Ist die Lehm ja auch wieder da? Nein. Momentan ist sie nicht da. So, eine Venusmuschel. Und ansonsten ist hier auch nichts. Doch, da. Ein Seeigel. Boah, ist überschaubar. Aber okay. Ich kann mal gucken, ob ich tatsächlich jetzt schon meine Gießkanne konkret kriege. Das glaube ich zwar nicht. Wäre aber ziemlich gut. Aber eigentlich sind das ja 2 Tage, ne? Deswegen hätten wir jetzt auch die Zeit ja gehabt. Bei 2 Tagen. Mit dem Regen. Ich arbeite noch an der Werkzeug-Ufergießkanne. Wird heute nicht fertig werden. Ja, das war klar. Moment, ich habe gerade was da gesehen. Was ist das da eigentlich? Hier dieser Brief. Ein Stapel von Plänen von Metallbearbeitung. Na gut. Dann gehen wir mal in die Scheune zur Bella. Geben der erstmal was zu futtern, sprechen mit ihr, damit die uns auch mag. Da ist Penny. Können wir Penny mal eine Pflanze schenken? Dank dir, das sieht speziell aus. Junge. Weil ich die eigentlich für Lea aufheben wollte, weil die mag die. Und die mag eigentlich so viele Sachen aus dem Frühling. Da wieder ein Kaninchen. Warum soll ich eigentlich kaufen? Ich könnte doch eigentlich mal jetzt hier fangen. Hey. So, Lehm. So, der Lehm ist erstmal an mir abgeprallt, ne? So, eine Weintraube nochmal. Oh, das nochmal. Ich will mal. Und Steine. So, Pilz. Ne, habe ich gar nicht hier drin. Hä? Wo ist mein Pilz? Doch, da ist er. Hab ich voll. So. Kann ich verkaufen. So. Das nehme ich mir schon mal. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das kommt hier rein. So, der Eimer kommt dann hier hin. Natürlich schon irgendwie blöd, ne? Hier so viel Zeug. So, Harz brauche ich bestimmt 50 Felder, oder? Oder? Habe ich sogar mehr? Ich kann ja auch direkt 100 machen, sag ich mal. Auch nicht schlimm. So. Dann kommt der Rest da rein. Das ist jetzt so rappelvoll hier, das ganze Ding. Ach, ich hätte eigentlich den Seeigel da rein tun können. Ach, egal. Könnte man eigentlich nur noch eine extra Truhe nur für Saatgut machen. So, Claudi, bist du draußen? Ja, bist du. Dann schauen wir mal nach unserer Bella. Kann die ihn eigentlich auch schon direkt Milch geben? Ich vermute mal eher nicht. Eine braune Kuh haben wir. Geht das? Bella ist zu jung zum Milch geben. Okay. So. Ja. Da. Bella scheint neugierig, aber ein wenig vorsichtig. Es ist eine merkwürdige neue Welt. Tja, Baby, da steht's auch. Gut. Genau, ich wollte ja Heu rausholen. Also kann ich gar nicht hier. Nein, Claudi. So. Kann ich eigentlich auch direkt mehr nehmen? Nee, kann ich nicht.
erstmal 20. Und dann kommt jetzt hier der Sensenmann. Machen wir nämlich hier schon mal alles frei. Zack. So, wir brauchen nämlich den ganzen Platz hier. Das können wir nämlich hier nicht anbauen. Nächsten Monat. So, so. Haben wir das. Das wird, denke ich mal, ein guter Monat. Vor allem, weil sie sagen, das ist der ertragreichste. Da werden wir ein bisschen was bekommen. So, dann tue ich mal... Warum habe ich das Ganze heute denn eigentlich... Hä? Ich hätte doch gerade eben noch 20 Heu in der Hand. Wo ist denn das hin? Toll. Super. Naja, ja, was will man machen? So, ich will nochmal zu Robin, ja. Ich gar nicht weiß, ob die überhaupt noch auf hat. Ich würde ja gucken, was mich jetzt ein verbesserter Stall kostet. Oder kosten würde. Ich hoffe, sie ist überhaupt noch da. 16 Uhr könnte jetzt knapp werden. Ich weiß nicht, was ihre Öffnungszeiten jetzt gerade hat. Ja, sie ist noch da. So, Haus verbessern war 10.450 Kreuz. Habe ich sowieso nicht. Gebäude errichten. So, Stall 9 wollen wir noch nicht. Schuppen, Pferdestall, Schleimstall, Luxushühnerstall wollen wir noch nicht. 12.000. Frei. Auf 450 und 200 Steine. Tja. Da ist die Frage, holen wir uns noch mehr irgendwie Hühner oder Kühe? Solange könnt ihr ja nichts bringen, die uns ja kein Geld, ne? 12.000 ist schon ordentlich. Aber vor dem Winter hätte ich das eigentlich gerne. Auch mein Haus hätte ich gerne vor dem Winter erweitert. 12.000. Da müssen wir noch einiges an Holz fällen. Steine auch, aber Steine kriegen wir, denke ich mal, wieder ordentlich. Weil da werde ich viel in die Mine, denke ich mal, gehen. Bietet sich ja an. Ich muss dann ja auch Eisen barren, damit ich hier die Sachen verbessern kann. Gießkanne vor allem will ich dann ja im Winter verbessern. Dann hacken wir halt noch ein bisschen Holz hier. Wir brauchen ja einiges. Ich kann schon fast nochmal überlegen, ob ich mir nicht ein zweites Silo einfach baue. Mit diesem ganzen Heu hier. Ich will mir einen Speller gar nicht ausgelassen, ne? Das ganze Gras würde ich eigentlich gerne weghaben, was ätzend ist. Okay, jetzt ja gar nicht. Hier ist das Tor. Ätzend ist, die ganze Zeit da durchlaufen zu müssen. Weil das bremst einen so aus. Aber ich weiß nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Alles weg. Ich brauche Holz für mein Haus, für meinen größeren Stall. Da ich gerade Energie habe, klappe ich das alles weg. Hier haben wir nochmal Hartholz. Auch nicht wirklich sehr ergiebig, das Hartholz. So. Tja, was soll man noch groß jetzt erzählen, ne? Ich hau hier einen Baum nach dem anderen um. Meine Energie lässt mir das ja noch zu. So. Weiter. Kriegen wir schon einiges an Holz auch zusammen, ne? Aber trotz alledem brauchen wir da noch einiges. So, die Steine hier auch weg.